Wir schauen Indigo Bärchen Leaks Part 3. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ne? Der zweite Part war wirklich schwer zu hören. Der erste ging noch, der zweite war schwer. Ja, und jetzt gucken wir mal, was der dritte uns bringt. Ich befürchte das Schlimmste. Geht nicht ganz so lang, nur 5,5 Minuten. Ja, wir schauen mal. Let's go. Wenn du ein bisschen Vanillezucker mitbringst, mache ich dir meine speziellen Vanillepfannkuchen. Vanillezucker. Ja, kann ich mal schauen, ob ich den finde. Ein paar Lebensmittel wären definitiv nicht verkehrt, was du dazu mitbringen könntest. Finde es einfach nur schön, dass Rainer jetzt schon Bärchen damit beauftragt, Sachen zu kaufen. Er hat ja das letzte Mal schon nach, ich weiß nicht, was Zucker, ich glaube nach Zucker oder Energy oder so gefragt. Und jetzt möchte er noch eine ganze Einkaufsliste hier an sie weiterleiten. Damit sie den Einkauf für ihn macht. Einfach nur schön. Ach, herrlich. Einfach nur schön. Vor allem auch, würdet ihr euch von Rainer mit Vanillepfannkuchen bekochen lassen? Also wirklich gar nicht gegen Rainer oder so, aber ehrlich gesagt, ich hätte Angst, Rainers Essen zu essen. Ja, und das sage ich nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, sondern weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, Rainer kann nicht kochen. Diese Dinger wären unten komplett schwarz, bin ich der Meinung. Weiß ich nicht. Ja. Der David sagt es gerade, geh mal einkaufen. Ja. Er kann die Mulle auch mal einkaufen gehen für ihn. Ist ja richtig und wichtig, wenn sie sich schon mit Rainer abgeben möchte. Ne? Mit so einem krassen Promi, da kann sie auch ruhig mal für ihn einkaufen gehen. Chat schreibt schon nein, also ihr würdet es nicht probieren, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Oder einen schönen Sahne-Bacardi, genau. Ach, Leute. Du kannst ja theoretisch gesehen auch noch mal irgendwo einkaufen, bevor du hier kommst. Dann kannst du auch ein paar gefrorene Sachen mitbringen. Die können wir dann beim Owe in die Gefriertruhe schmeißen. Guck mal, du kannst doch gleich für mich den Wochen- oder Monatseinkauf machen. Was hältst du davon? Ich bräuchte da noch so ein paar kleine Sachen. So, also nicht viel. Halt nur so 20, 30, 40 Sachen. Ist das okay? Würdest du das machen für mich? Danke dir. Junge, 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 Rainer. Du strapazierst wirklich alles, was zu strapazieren geht. Nee, eben nicht. Ich kenne den Weg vom Bahnhof bis zum Uwe und der Bus nur alle 2 Stunden fährt. Was du auch machen kannst, wenn du Geld mitbringst oder was, du kannst ja auch eventuell die Christine oder so fragen, ob die fährt. Ich frage halt immer den Uwe, der Uwe bringt mir immer Zeug mit. Die fahren ja heute auch einkaufen. Der Uwe, ja, der persönliche Lieferant für Rainer. Ach, Rainer. Ist das eigentlich das Leben, das du gerne haben wolltest? So als Ex-YouTube-Star, sitzt irgendwo, versteckt sich in deinem Kämmerchen, schickst deinen Vermieter los, Sachen für dich einzukaufen. Traurig, wirklich. Die haben immer so feste Tage, glaube ich, an denen die fahren. Es ist immer so Donnerstag oder Freitag, ganz selten auch mal Samstag. Wenn dich jemand hier sieht, ist es ja nicht ganz so schlimm, wie wenn mich jemand sieht. Vor allem, wenn du mit der Christine unterwegs bist, kannst du ja auch eine Freundin von der Christine sein. Dass wenn Hater dich sehen, kann halt passieren, dass Hater dich anquatschen. Weißt du, ob da irgend so ein Fettsack wohnt? Außerdem ist der Vorteil dann, dass die gar nicht erst an dich groß denken. Da war es wieder, dieses zwei, dreimal Sätze anfangen und dann hinten ein langes. Der Vorteil ist, dass. Ding. Der Vorteil ist, dass. Das finde ich immer faszinierend, weißt du? Jeder vergisst mal so einen Satz oder verliert mal kurz den roten Faden, aber bei Rainer ist das wirklich sehr auffällig oft. Und deswegen. Ja, mache ich mir halt wirklich manchmal Gedanken, ob inwiefern Rainer kognitiv wirklich in der Lage ist, ja, normale Sätze zu bilden. Muss man ja wirklich sich mal fragen. Also, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also ich will keine Fotos von mir im Internet haben. Nee, das brauche ich nicht. Ja, wenn wir mal zusammenziehen sollten, ist ja schon klar, dass das trotzdem der Fall ist, ne? Wenn wir nach Nürnberg ziehen, würde ich empfehlen, in der Nähe vom Bahnhof oder in der Nähe von der Polizeistation. So, und ihr müsst euch mal überlegen, ne? Also er macht jetzt schon Pläne, ja, wo ziehen wir hin, ja, wie und wo machen wir das, bla bla bla. Rainer hat sie einmal gesehen, vielleicht zweimal, kennt sie nicht lange, schreibt nur und er redet von, ja, wir können ja da und dahin ziehen zusammen, bla bla bla. Ja, und letzte Folge auch schon, vielleicht haben wir ja auch mal Kinder, so Rainer, weiß nicht, ob du es wusstest, aber
ja, so eine Beziehung, die braucht ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Man zieht nicht gleich am ersten Tag zusammen, so ungefähr, aber naja, egal. Naja, weit entfernt ist sie nicht. Wie gesagt, direkt am Bahnhof ist, wie gesagt, die Polizeistation von der Bundespolizei. Und egal, jedenfalls. Alter, es ist schon wieder soweit. Der macht wieder irgendwas nebenbei. Ja, auf jeden Fall, ja, Ding, Manus schreibt Streamer-WG mit dem Wingerbauer. Oh ja, das wäre witzig. Das wäre wirklich witzig. Also nicht mit Rainer. Nicht mit Rainer, das wäre Katastrophe. Oh Gott. Das wäre wirklich katastrophal. Oh, ey. Stell dir mal vor, du musst mit Rainer zusammen wohnen, da musst du ihm noch hinterherräumen und musst die ganze Zeit seine Sprüche ertragen. Boah, nee, da bin ich. Da bin ich nicht der Mann für. Habe ich jetzt den Faden verloren? Toll. Also ich würde auf jeden Fall gerne nach Nürnberg gehen. Gehst du nun was essen oder wollen wir noch irgendwas zusammen spielen, bevor du gehst? Wir können spielen Der Wurm und das Loch. Es das, was ich denke? Oder bin ich jetzt, also was ist denn das für eine weirde Aussage, Alter, Rainer? X-Ray und Jesus Christus. Ist das der echte? Oha, ist das der echte Jesus Christus? Ja, vielen lieben Dank fürs Abonnieren, Leute. Alter, Rainer, bitte. Oh, du kennst sie kaum, Mann. Solche Aussagen solltest du vorsichtig sein, wenn du hier bei mir bist, was wir jetzt spielen. Rainer, wenn man mit einem ganz normal entwickelten, erwachsenen Mann redet, kann man auch als Frau, und jetzt, ich weiß, das ist schockierend, kann man die Frage stellen, wollen wir da noch irgendwas spielen? Rainer, Brettspiele, keine Ahnung, Videospiele meinetwegen, Rainer. Nicht alles ist irgendwie mit Bimbert in Verbindung zu bringen, Rainer. Was ist denn nur los mit dir? Was sind das denn so? Oh, das ist wirklich wild. Mal Schüttellähmung oder was? Ja, langsam schon. Danke für deine Streams. Denke, das sollte man dir auch sagen. Hoffe, das deckt die Kosten der Zuckersteuer. Verdammte Zuckersteuer. Ich raste aus. Ich habe da vielen lieben Dank für die massive Unterstützung. Danke, danke, danke. Freut mich, dass dir das Stream gefällt. Ach, Leute. Das ist wirklich wild. Ne? Ich möchte es aber betonen. Ne? Er kennt die kaum. Die war einmal da, wenn überhaupt. Zweimal vielleicht. So. Und dann schreiben die und Rainer macht wieder so eine unangenehme Anspielung. Und jetzt versetzt euch mal in das Bärchen rein. Was antwortest du da? Ja, stell dir mal vor, das Bärchen wäre echt. Glaubt Rainer wirklich, dass man so mit Frauen redet und die sagen, oh Rainer, ja, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich brauche. Vielen lieben Dank, wirklich. Pff, unglaublich. Einfach nur eklig. Es kann es dir mal schnell passieren, dass du auf meinem Schoß sitzt, meine Zunge in deinem Mund, meine Hände auf deinem Po. Boah, ich habe gerade wirklich Gänsehaut, aber nicht diese gute. Boah, es schüttelt mich überall. Oh Mann, ey. Propagandaminister hat auch einen Wurm in den Chat geschrieben. Das gefällt mir sehr gut. Vielen lieben Dank. Der Wurm und das Loch, meine Freunde. Man kennt es. Ich finde es übrigens witzig, dass Rainer Wurm zu. Naja, ist egal, weiter geht's. Finsterste Nacht, finsterste Nacht geboren, um das Böse zu vernichten. Was? Du findest es gut, wenn ich mit meiner Stimme runtergehe? Es tut mir leid für den Rübenfuchs, aber ich muss es mal wieder machen. Oh my honey. Ich habe mir schon sagen lassen, dass das ein oder andere Hater-Höschen dann auch mal feucht wird, wenn ich das mache. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wirklich, Rainer, dass du wirklich denkst, weil du deine Stimme so ein bisschen tiefer machst. Oh, die Frauen, die haben da richtig Bock drauf. Was ist das, Junge? Das weißt du, wenn du das so aus Spaß machen würdest, würde ich sagen, ja, okay, ist witzig. Aber ey, dass er wirklich glaubt, dass Frauen darauf stehen, ja, unangenehm, wirklich unangenehm. Und zeigt doch einfach wieder, wie wenig Ahnung Rainer eigentlich von Menschen beziehungsweise generell von Frauen hat. Geil. Die Hater machen sich immer so lustig drüber, wenn ich sage, oh, my honey. Mein Gott, er hat's gesagt. Er hat's gesagt. Yippie. Ja, das liegt daran, dass du eine Dame bist. Frauen finden es allgemein angenehmer. Wie gesagt, das sehen Frauen alle oder viele so.
Ich habe es, glaube ich, noch nie so offen gesagt, aber auch wenn das nicht so oft macht und nur so einzeln, ich hasse dieses Räuspern. Ich hasse wirklich dieses Räuspern. Was ich ja gut finde, ist ja die Stimme von die Stimme von Wegelwongel. Die Stimme von Alter. Vin Diesel. Es gibt die schlechten Tage. Und die legendär schlechten Tage. Dies hier scheint so einer zu werden. Och, Leute. Also die Folge ist nicht so schlimm wie die zweite. Die ist irgendwie anders schlimm. Die ist sehr cringe-lastig. Und ich habe jetzt wieder Gänsehaut, aber nicht auf diese gute Weise, Rainer. Bitte, verschone mich. Alles auf diesem verdammten Planeten will mich umbringen. Was macht ein Wikinger unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser? Was ein Wikinger unter Wasser? Das war aus Drachenzähmen leicht gemacht, die Serie. Rainer, also ich möchte ja einmal kurz klarstellen, ne? Wenn ihr Kinderserien gerne guckt, dann ist das absolut in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Ich find's halt wirklich weird, irgendwelche Zitate oder kleinen Songs oder so aus Kinderserien zu zitieren und als erwachsener Mann dann zu sagen, ja, das war aus Drachenzähmen leicht gemacht. So, wenn du irgendwie mit einer Frau schreibst, ich weiß nicht. So, vielleicht bin ich der Einzige, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen weird? Oh Mann. Hast du eigentlich mit dem Nachbarskind alle Filme davon geschaut? Die Filme glaube ich nicht, nein. Wir hatten nur den ersten Film geschaut und dann hatten wir die... Es ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Wong, echt ein geiles Stück. Kennst du eigentlich das Browserspiel Super Metal Boy? Falls nicht, wäre das auch sehr unterhaltsam zum Strehen. Na, natürlich. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Super Metal Boy habe ich vor, weiß ich nicht, über einem Jahr, das war relativ am Anfang meiner YouTube-Zeit, habe ich das gespielt. Ist ein Let's Play am Start, aber kann man bestimmt doch mal irgendwann im Stream spielen nochmal. Da lasse ich mich gerne zu überreden. Wir hatten nur den ersten Film geschaut und dann hatten wir die Alter. Ich hab das nicht gestoppt, also jetzt habe ich es gestoppt, aber er hat jetzt wirklich 3 Sekunden wieder nichts gesagt. Da hatten wir die Ja, das war's, Leute. Was ist denn heute los? Wir haben den ersten Film geschaut und dann hatten wir die Dinger geguckt. Das ist unglaublich, wie oft das in diesem Video passiert, dass das Zeug wiederholt wird und dann wird trotzdem nach dem zweiten Mal wiederholen hinten noch Ding angehangen. Rainer, Rainer, alles gut bei dir? Ich mache mir wirklich Sorgen. Die Serie, auch nur die erste. Sind aber nicht über die erste Staffel hinausgekommen. Sehr schade, wie das dann abgelaufen ist. Naja, das ist ihre Mutter, ihr Schuld. Die hat ziemlich einander Waffeln. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Kleine irgendwas zu ihr gesagt hat. Das will ich ihr gar nicht absprechen. Aber ich glaube nicht, dass das, was sie gesagt, was sie verstanden hat, das ist, was die Kleine gesagt hat. Es ist ein schwieriges Thema und ich hatte das letzte Mal schon ein bisschen Stellung dazu bezogen, möchte aber jetzt das Ganze nicht unkommentiert lassen. Es ist schwierig. Ganz, ganz einfach. Es ist sehr, sehr schwierig. Und ich möchte da wirklich auch vorsichtig sein, weil, ne, aber was man halt wirklich sagen kann oder was ich mich halt immer frage, warum sollte sich eine, weiß ich nicht, wie alt war das Kind? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Warum sollte sich ein kleines Kind so etwas ausdenken? Ja, gut, man könnte doch sagen, dass die Mutter das vielleicht sich ausgedacht hat, dass die vielleicht gesagt hat, ja, der hat mich nur auf den Schoß genommen, bla bla, und die Mutter hat das rein interpretiert, um Rainer reinzuwirken oder so. Das wäre das Einzige, was mir da noch einfallen würde zu. Aber Rainer, ich stelle dir nochmal die Frage, warum? So, okay, vielleicht ist die Mutter eine Haterin, aber keine Ahnung. Ich bin der Meinung, keine geistig gesunde Mutter würde ihr Kind in sowas reinziehen, nur um dir zu schaden. Also, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig und es ist auch ehrlich gesagt ziemlich eklig, überhaupt darüber zu reden. Das ist wirklich... Oh. Dreijährige, Dankeschön. Beziehungsweise die Kleine vielleicht was anderes gemeint hat. Ja, das wäre ja nur die Begrüßung. Ich hatte ja nicht vor, da gleich dich an Ort und Stelle zu vernaschen. Zumal dann auch der Uwe wahrscheinlich was dagegen hat.
Dieser Themawechsel, ne? Von dieser Kleinen und dann so, oh, ich hätte auch nicht jetzt, also wir könnten dich ja gleich vernaschen, ne? Junge, dieser Themawechsel, Alter. Klar, du, ich begrüße dich und dann ziehe ich dir gleich mal das Höschen zur Seite und stecke ihn direkt rein und Rainer, das klingt nach dir tatsächlich, ja. Das würde ich dir zutrauen. So wie ich dich ordentlich da mitten im Gang, am besten noch mitten in der Taverne schön nehme, weißt du, auch noch im Stehen, schon in der Mitte von der Taverne. Im Stehen, Rainer. Da sagen die beiden aber schnell bitte auf, als ob. Dass auch ja jeder alles sieht. Der macht höchstens noch mit. Schön von der anderen Seite noch mit reinstoßen, passt doch. Alter, Rainer. Ich möchte nochmal sagen, ne, kaum Kontakt und er erzählt so etwas. Dass Uwe noch mit ihm mitmachen würde, sie da zu beglücken. Ich möchte nochmal sagen, ne, stellt euch, versetzt euch in die Lage von dem Bärchen, stellt euch vor, ihr seid diese Frau und dürft euch von Rainer solche Sachen anhören. Alter, Junge, Junge, Junge. Keine schöne Vorstellung. Nein, nicht wirklich, du kommst immer auf Gedankenspiele, einfach unglaublich. Irgendwie glaube ich dir nicht, weil dann würdest du ja empörter reagieren und nicht so amüsiert. Weil sie sagt ihm klipp und klar, das ist schon ziemlich hart, wie kommst du nur auf solche Gedanken? Und Rainer denkt halt wirklich, sie findet das geil. Tss, Rainer. Oh, der Dreck, Alter. Was ist bei dir im Kopf los? Nein, sowas finde ich gar nicht geil. Sowas geht gar nicht. Schade. Echt nicht? Nein, wirklich nicht. Sage ich doch. Okay. Fein. Okay. Wirklich, Rainer, ey, ganz ehrlich, komm mal wirklich, und das ist wirklich jetzt ein ernst gemeinter, guter Rat an dich, komm mal weg von deinem P-Zeug, ja, geh mal weg von diesem ganzen Anime, was auch immer, Gezeug, ja, geh mal ein bisschen, distanzier dich mal davon und komm mal ein bisschen in der realen Welt an, Rainer, ja. Das ist wirklich, Rainer guckt wahrscheinlich den ganzen Tag nur solche Filmchen und denkt, dass jede Frau da Bock drauf hat, zehnfach weggebumst zu werden. Also, anders kann ich mir das halt auch echt nicht erklären. Rainer rückt durch. Echt nett? Warum nett? Warum ne? Das ist wild. Schade. Hattest du sowas überhaupt schon? Nein, und das möchte ich auch gar nicht. Ich finde das einfach nur absolut ekelhaft. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sowas nie genau wissen kann. Ich habe auch früher viele Sachen für unmöglich gehalten oder ungeil gefunden. Und nachdem ich sie dann mal probiert habe, sahen sie ganz anders aus. Ach so, Rainer, okay. Ja, wenn der triebgesteuerte Typ mir das sagt, dann muss ich das auch unbedingt mal probieren. Rainer, ganz ehrlich, wirklich gut gemeinter Rat, distanzier dich wirklich mal von diesem ganzen Zeug und komm mal im Hier und Jetzt in der echten Welt an. Was ist denn da nur los? Voll normal, aber absolut, wirklich ganz, ganz normaler Mensch. Gut, das war der Bruder, das war der dritte Teil, der war auf jeden Fall ein bisschen anders anstrengend. Rainer am Ende hat natürlich nochmal einen draufgesetzt, wirklich sehr wild, Rainer. Genauso geht man mit Frauen um. Sehr gut, wirklich. Am Ende nochmal vielen lieben Dank an alle ab Wongel Level 10. Der unbesiegte Luan, Black Phoenix, Mr. Käsekuchen, der brennende Mikrofon-Muffin, Südamix Game Pro, der German Grizzly, Horst Kevin Blender, Torben Süd, Croissant Container, ich bin der Drache, verdammte Axt und natürlich haut es keine Emotion. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support.